Mira, go get the mula. Wake up. Koni ko kala. Kala ko wonya. Kala ko wonya lojila. Kala ko kota kri. Don't walk, you don't try, try. You supposed to be jai, jai. Kilo come, you come, person matter. Person with a man. But when I land softly on it. Hi Billy, my name is Miranda Oban and I'm the founder, basically the idea bringer to the world, but now the idea is carried by so many people. So the Speakers Arena is an idea born out of, there are so many nations in the world with so many qualities, so many skills and talents. So I just thought of, what if we brought 50 nations and brought 50 speakers from these different nations to tell us their story, tell us their background, professional background, inspirational background, and then put them all on stage, put them, it's like a world trip. So I can talk to someone from Egypt, I talk to someone from Kenya, someone from the US, the UK, France. So bringing everyone together to exchange ideas and grow together, networking, branding, marketing, interviews, and bring it all out there to the world. And just so that we can be able to bring an impact in the world. So I'm Christine Schlansky, I represent Germany today, and I'm here to support Miranda and her amazing, amazing mission of 50 speakers, 50 nations. I just love what she created, what she brings together. And I will be talking about sales, and that sales is love, and that you can grow your impact when you know how to sell, because it's so crucial for every entrepreneur to actually have a business instead of a hobby, so they can make the difference they want to make in the world. My name is Amaka Thomas. I am here today because I heard about this platform and I'm excited, and I want to put my business in light today. I want to introduce what I do, and that is I teach English to business people and people who want to enjoy their life in English-speaking country. Thank you. Well, for today, you know, we already had the first edition of the Speakers Arena. Now, on this second edition, the main thing is we have three parts. We have inspirational and motivational speakers who are going to be on this beautiful stage today. It's just going to be amazing. The energy here already is amazing. The networking. So today, we're going to have that inspirational part with the motivational speakers. And after that, we will move on to a section, which is the awards. So many great people. I mean, I always say there are so many Mirandas in the world. So many of these people will have the honor after a jury of 12 selected people around Germany, they will receive awards to honor their work. And then we have something called the hidden heroes. So what makes us be dysfunctional is there are always people in our lives who are there to support our vision, our purpose. And these people will be celebrated today as the hidden heroes. And they can give us a message which will resonate in the world. Go back to 50 nations. You have people traveling in from Spain, Italy, France, the US, the UK. So when they take this message back, we have a platform which today will be celebrated with inspirational talks, networking, branding, marketing, traveling the world from one end to the other, traveling from country to country, and then be able to bring an impactful event today. Okay. Thank you. My name is Michael Keet. I am from the Netherlands, Eindhoven, southern part of the Netherlands. And I'm here because I want to spread the word about Moneyfulness. And Moneyfulness has two major points. One is the practical money management, because you have to do the math, you have to calculate, but far, far more important is your money mindset. How your money mindset can trick you. And I want to share it with the world, because so many people don't understand what the mindset does to you, especially your financial mindset, because it's holding you back. And that's what I want to share. And that's exactly the reason why I came to the Speakers Arena. I was here in the audience 3 years ago, and I got the opportunity to be on stage this year as a speaker. So I grabbed it and I love it. Mein Name ist Claudia Bräunlein und ich komme hier aus Nürnberg ursprünglich und ich bin Immobilienmaklerin hier in Nürnberg und mittlerweile auch in Dubai. Und der Grund, warum ich hier bin, ist, ich kenne Miranda schon seit 2019. Ich bin ein Guardian auf dieser ganzen Veranstaltung. Das heißt, die Idee
haben wir auch zusammen entwickelt. Und ich war von Anfang an dabei. Ich bin durch schwere Zeiten gegangen damals und ich wollte einfach den Leuten erklären, wie man Herausforderungen meistert, wie man im Leben wieder auf Erfolgskurs kommt. Und es war ein Up und Down die ganze Zeit, auch wegen der Pandemie. Aber es ist wichtig, dass die Leute wieder an sich glauben, diese Pandemie nicht zum Anlass nehmen zu resignieren. Ich bin Dr. Tayo Tan aus Stuttgart, Deutschland. Ich bin Arzt und Gründer von der Turbo-Akupunktur. Und was ich mache ist, ich habe in Stuttgart eine privatärztliche Praxis für Akupunktur, wo halt viele Leute kommen mit allen möglichen Beschwerden, insbesondere aber auch mit Schmerzen, die wir mit unserer besonderen Methode Turbo-Akupunktur mit nur einer Nadel in der Regel beseitigen können. Das ist das eine, was ich mache, aber das andere, was noch viel interessanter ist, dass ich die Ehre habe, sozusagen, das anderen Kolleginnen und Kollegen beizubringen, diese einzigartige Fähigkeit, Schmerzen mit einer Nadel zu beseitigen. Und das ist auch die Motivation für mich gewesen, heute hier hinzukommen, nach Nürnberg in die Meistersingerhalle, wo ich die Gelegenheit habe, das mal in die Welt zu bringen und rauszubringen, dass es für das große Problem Schmerzen, also in Deutschland alleine haben wir 23 Millionen Schmerzpatienten, dass dafür eigentlich schon die Lösung auf dem Tisch liegt. Ne? Nämlich eine Nadel für Schmerzen und die Menschen bräuchten eigentlich keine Schmerzen mehr leiden. Das einzige Problem ist ja, dass die Leute das halt nicht wissen. Also die Leute wissen es nicht, die Patienten wissen es nicht, die Ärzte wissen es nicht, dass diese Methode existiert. Weil wenn die es wissen würden, dann würden so viele Millionen Menschen gar nicht an Schmerzen leiden brauchen. Und das ist nicht nur ein Deutschland-Problem, das ist weltweit eine Challenge, eine Herausforderung. Genau. I'm Nicole Beisler. I'm coming from Spain, representing Spain. I'm originally from Germany and I help overwhelmed, stressed professionals to get stress-free and prevent them from burnout. And how I'm going to do that is bring them to Spain in a relaxed area and then help them to find their purpose and reconnect with their soul. And being here is a great opportunity to meet other people, other speakers, network, and I'm happy to be here. Hi, my name is Arno Müller and I'm from Germany, near Düsseldorf, and I'm a publisher and a speaker. And I come here because Miranda founded a really great format of getting different kind of speakers from different kind of countries involved, and I really like the idea and support it as good as I can. When I come to Speakers Arena, I just apply as a speaker, but then the corona happened, and meanwhile we got a mutual understanding between me and Miranda, and so I became a sponsor of that event. And because it is very worthy for everybody in the world, we are all citizens of the world, different kinds of cultures, and my company is called One World, and I'm the founder. And so the priorities from the companies are similar, and we have the same idea and the same ID code, I can say. Yeah. So it was just a matching which make us going forward together. Mein Name ist Alexandra Ott, ich bin Klangbotschafterin und ich komme aus Nürtingen, das liegt bei Stuttgart im Süden von Deutschland. Und ich bin heute hier mit den Gongs, wie Sie im Hintergrund schon sehen. Und ja, meine Botschaft ist es, die Wirkungsweise von Gong und Klangschwingung den Menschen nahezubringen. Auch im unternehmerischen Bereich, in Entspannung und Regeneration zu kommen. Das möchte ich in Coachings einbinden, in Workshops und bei Veranstaltungen, Vorveranstaltungen, um diese Wirkungsweise bekannt zu machen. Voilà, je suis Hervé Tumele. Je suis ici parce que j'ai gagné un prix de l'entrepreneuriat. Je suis directeur de publication du journal L'ONAM. Et l'ONAM, c'est quelque chose en ma langue maternelle qui veut dire le lever du soleil. Chaque lever du soleil signifie un début de chance, un début d'espérance. Parce que quand on se lève le matin,
on a toujours plein d'espoir. Et c'est cet espoir que je distribue à la communauté africaine de la zone germanophone, c'est-à-dire le journal est distribué en Allemagne, en Suisse, en Autriche. Et par ailleurs, je travaille sur un festival africain, le plus grand festival africain de Berlin, qui s'appelle Kenako. Et Kenako, ça veut dire c'est le moment. Et c'est justement ce que je veux dire, c'est le message, c'est l'essence de mon travail. C'est le moment pour nous autres Africains de prendre notre destinée en main. C'est le moment de nous autres Africains de montrer de quoi est-ce que nous sommes capables. C'est le moment de nous autres Africains de travailler pour nous-mêmes, pas pour les autres. Et c'est justement ce que je veux dire. Je suis très zufrieden, je veux zunächst mal bei dem ganzen Team und Miranda oben auf jeden Fall bedanken für diese große, großartige Veranstaltung. Hier wurde ich nicht nur geehrt, hier wurden sehr viele Menschen, die in ihrem Leben einen Einfluss auf anderen Menschen haben, geehrt. Und mir ist einfach wichtig zu sagen, dass dieses Award, das ich bekommen habe, das ist nicht für mich, das ist für die Arbeit, die ich mit sehr vielen Menschen hier in Deutschland leiste. Uns geht es darum, dass Menschen mit afrikanischen Wurzeln hier in Deutschland Fuß fassen können, dass sie die Unterstützung bekommen, die sie brauchen und dass da, wo sie sind, dass sie auf jeden Fall der festen Überzeugung sind, dass sie Teil von diesem Land sind und dass sie alles werden können. Jeder muss eine Chance haben und jeder muss auch diese Chance weitergeben. Mega, das ist total klasse, dass wir eine Auszeichnung für unsere Arbeit als LinkedIn Consultants bekommen haben und dass das überhaupt ja, bemerkt wird, was wir hier für Nutzen und Mehrwert stiften. Das Geniale ist, wir wussten gar nicht, was uns heute hier erwartet. Wir sind hier quasi hineingeladen worden und die Martina hat gesagt, Mensch, lasst euch überraschen. Und ja, wir haben uns in Schale geschmissen, sind hier hingekommen und waren mega überrascht, sind mega glücklich. Highly energizing event for me and I came all the way from Turkey. And it was definitely worth it. For everybody who has heard about it, make sure you come next year. That's the message I would like to give to the world. Make sure you come. I'm so happy. It was amazing. And the crowd which came to support us was very, very amazing. And I'm so glad that I had this opportunity to pass my message to the world. Thank you so much for having me here. And I hope that we will see each other again next year. And yeah, it's going to be more better than this one. Thank you. Thank you. Okay, my name is Cristina Acuña. I was a diamond speaker at the Speaker Arena and I'm representing Romania. I'm really, really grateful. I would love to say a big thank you to Miranda Obon for her vision and for making this happen finally. I was talking about the power of self-love, unleashing self-love. And how we can grow if we love one another and we love ourselves. So thank you very much for the team and for the organizers, and a big thank you to Miranda. And also I would love to invite all of you to come to the next Speaker Arena organized in 2023. Big kisses. My name is Laura Götz. I am a gynecologist and a transformational therapist coming from Köln, Germany. And at the end of this event, I leave with a sense of gratitude for coming over and sharing the stage with so many amazing people. So I'm going to carry this experience my entire life, and I hope other people will come and join in as well next year. My name is Carol Kay. I come from Hamburg, originally from Kenya. I'm a radio and TV presenter, and I'm here today because I was nominated for an award by Speakers Arena. I was here in 2019 when it was launching the first edition among the 50 speakers, 50 nations. And I'm very happy and proud of this Speakers Arena and team. And this prize means a lot to me because it motivates me to work even harder because I realize that people see what I do. Sehr zufrieden. Ich bin sehr glücklich, weil ich so viele neue Menschen kennengelernt habe und es eine sehr inspirierende Veranstaltung war. Ich bin ja der Simplice Dago, komme ja direkt aus Hamburg. Und ich bin hier gekommen, um die anderen Speakers zu treffen, weil wir haben gesagt, am Anfang war das Wort. Und durch diesen Austausch können wir einfach mal in der höchsten Level der Spiritualität. Und es ist immer schön, wenn wir Gedanken austauschen und somit reicher werden. Also ich bin vollstens zufrieden und das war richtig eine gut gelungene Veranstaltung.
Veranstaltung. Wirklich, wirklich sehr, 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 sehr dankbar über diese Aufzeichnung. Es ist auch ein Zeichen, dass die Arbeit, die wir hier machen, ist ja nicht, geht ja nicht an alle Leute vorbei. Und das ermutigt mich dann, es weiterzumachen. Und ein Award ist für mich so wie eine Verantwortung, nochmal in die Community-Arbeit noch weiter einen Gang zu legen. Und ich bin sehr, sehr froh. Und ich ermutige auch anderen da draußen, auch dasselbe zu tun. Engagieren wir uns, weil nur so durch Ostdeutsch können wir gemeinsam wachsen. Vielen Dank auch an Willy Brot für deine tolle, tolle, tolle Leistung heute. Ja. Mein Name ist Christian Rupp und ich komme aus der Schweiz. Ich bin Live-Performance-Coach und Mentor und ich führe Menschen in ihre beste Berufung, in ihr bestes Leben. Und ja, es hat mich sehr gefreut, hier aufzutreten, auf dieser Bühne in der Meistersingerhalle in Nürnberg. Und für mich ist es auch eine sehr große Ehre, dass ich hier das erste Mal dabei sein darf. Wir haben auch gesehen, Sie haben nicht nur einen Preis bekommen, sondern Sie dürften auch eine kleine Präsentation machen. Worum ging das bitte? Eine kleine Zusammenfassung. Bei mir ging es um den Herzgott. Der Herzgott ist unser Prototyp in uns drin, in unser Herz eingraviert oder einkodiert. Und wer den Herzgott kennt, der findet auch den Weg des Herzens für sein bestes Leben. Das heißt, wer den Herzcode nicht kennt, der bleibt das Leben lang eigentlich suchend, und bis er ihn gefunden hat und dort ankommen darf. Und hier, genau hier ist auch die maximale Live-Performance. Die maximale Live-Performance, da geht es nicht um eine Riesenleistung, sondern es geht um die eigene Lebensbühne, um die Bühne des Lebens, wo man die eigene Performance drauf spielt. Also man ist Regisseur vom eigenen Leben, und wenn man weiß, wofür das Herz schlägt, wofür das Herz einkodiert ist und die Berufung drin ist, die Talente da sind, dann weiß man relativ schnell auch, in welche Richtung ich meine Zukunft auch gestalten kann, aktiv gestalten. Und das ist sehr, sehr wichtig, gerade in der heutigen Zeit, weil es gibt so viele Medien, so viel Ablenkung. Und wer dann weiß, wo sein Herzcoach schlägt, wofür sein Herz schlägt, der kann sein Leben wirklich bestens auch designen. Also gestalten. Mes impressions sont très très bonnes. Je suis venu ici, je ne savais pas ce qui m'attend. Bien entendu, j'avais déjà essayé de voir un peu sur la page ce qu'il faisait ici. Alors je suis agréablement surpris de voir qu'en très peu de temps, Miranda a pu réunir vraiment des gens de qualité, et je suis vraiment fier d'être l'une de ces personnes-là. Alors, je lui dis d'abord félicitations pour ce travail, il faut que ça continue comme ça. Donc, pour moi, le problème, ce n'est pas un trophée que j'ai eu aujourd'hui. C'est-à-dire, le problème, ce qui est important, c'est ce mouvement-là qui essaie de libérer des énergies positives pour notre communauté, parce que nous sommes des modèles, nous ouvrons des portes pour les générations futures, et il faut que ça continue dans ce sens. Sinon, moi, c'est Simon Mounimben, je viens d'Hambourg. Donc, voilà. Je crois que mon impression, c'est que c'est un travail qui commence, c'est une chaîne qui se poursuit, et nous devons tous mettre la main. Et je crois que chacun a quelque chose à apporter à l'humanité, chacun a un message à porter, et de telles plateformes, c'est le lieu approprié pour ça. Alors, si nous ne saisissons pas l'opportunité que Miranda nous offre ici, alors c'est que nous ne voulons pas un progrès pour notre communauté. Alors, je remercie les organisateurs pour ça, et puis merci encore à vous. Ich bin eigentlich sehr zufrieden, und das ist ein Ansporn auf mehr. Wir sollen den Wechsel, den wir uns wünschen. Die Zeit ist jetzt. Wir sind mehr. Und ich hoffe, jeder, der da draußen ist und diesen Preis sieht, das ist keine Magie. Das ist einfach harte Arbeit. Wir versuchen, die anderen mitzunehmen, dahin, wo wir hingegangen sind, weil wir wissen, der Weg ist hart. Und nicht jeder kann einfach auf Anhieb dahin gehen. Wir sind dafür geschaffen, und wir freuen uns, dass wir diese Gabe auch bekommen haben. Und das für diesen Preis. Ich bedanke mich herzlich bei allen. Just thank you, everybody in the room. Thank you. Thank you. I have a question. I have to thank you, Mira. Mira is a wonderful lady, and that's not the first stage where I always. Back in then,
meet you. I would say that I don't deserve it because actually I could do more and I should do more. The good thing she has is this little mind of strength to do something even better than what you would have thought about. Thank you. You know what? A successful event is what people say about the event. I just stood here, I was talking to Gabrielle, I was talking to Vivian, talking to Jean Botequin, Jean-Marie Botequin, talking to so many guests, and they all came to me. Their feedback is what gives me the energy to do the things I do. I'm so, so glad that I could represent my company, Avanade, at this event. I could represent our main key sponsor as well, Arno Müller, with One World Distribution. I'm so glad like so many of you came here today. I'm like so in awe. Like you call and so many nationalities, 50 nations, 50 speakers coming on stage, different messages. I even got an award for being able to bring so many people with different backgrounds, different purposes to share their vision and mission and passion for the world. The more we create such a network, the better it is. We could sit in a room, go through a day of inspiration, transformation, and so many people, the USA, France, Germany, Switzerland, Spain, Denmark, so many different nationalities, the Netherlands, Turkey, I can't call all, Kenya, Nigeria, Ghana, Togo, Burkina Faso, Cameroon, so many people from so many parts of the world here. I thank those who came in from the UK, I thank those who came in from Spain, from Italy, from Switzerland, from so many different countries of the world. Christian Roop talked about the Hertz code. That was amazing. How do you decode your purpose for life? Apart from your 9-to-5 job, which you do so well, what else are you doing for the world? How are you impacting people? How are you touching lives? How are you able to transform your passion into a business? How can you monetize that passion that is in your heart? What a wonderful day. All the crowd is still here. Backdrop pictures happening there. Networking happening over there. Interviews here. Thank you all so much for watching. Thank you so, so much for joining the vision. I want to thank Dr. Tan. I want to thank Martina Haller, who behind the scenes worked with the Guardians, Gabrielle, Aldrin, Claudia, so many of you know yourselves, Christine Schlonsky. Oh, I don't want to call names. It feels like when you call names, you always forget some people. So please, if I didn't call your name, you are still worthy a part of the vision of 50 nations, 50 speakers, one big vision. We'll see you again next year when we leave our jobs and get on stage and get in a room to inspire. Thank you. You will hear, congratulations, you're in the glory of God. Congratulations, He has done it for you. And you will come back with a new song to sing, God is good. Yes, you will come again with a new song of praise, God is good, oh. That I can never be old. I see, I've seen that. God is greater than that. Who can battle with the Lord? Nobody. Who can change His mind alone? Through many years, in many ways, I have seen His faithfulness ever and ever. My God is
tribulation. Congratulations. No more tribulation. I bring you good news where you cannot refuse. Hold on. I told you with Christ that you can never lose. Well, God. Woman, oh, man, I beg you give me your attention. Very, very soon you will share your testimony. One by one you will tell your testimony. Bigger than money, we say sweeter than congratulations, honey. Congratulations, yes, in the glory of God. Congratulations, He has done it for you. And you'll come back with a new song to sing. Your God is good, oh. One day. You will come again with a new song of praise. God is good, oh. Congratulations. You will come back with a new song to sing. My God is good. Congratulations. Tell it to one, you are gonna tell it to one. Sit down on the rhythm like a king on a throne. All I put you by alongside the day. 2 hours together in a celebration. I have a message for you. God has sent me to you. This year, was come doc? If I tell you what's coming next year, it won't be a surprise anymore, right? So what I say usually is I listen. I listen to the inner me. I listen to the me inside of me. That helps me at work. That helps me privately. So I always talk about my four P's. First, private, husband and son. Thank you so much for being there. Professional, IT manager. Thank you. Rolling out the software is a pleasure. Number three, P, the people I work with, my network. Being able to do all the things we do. Philanthropy, the fourth P. How you touch the lives of others. Also wenn ich jetzt erzähle, wie es nächstes Jahr wird, dann ist es nicht mehr eine Überraschung. Mein Team und ich, so ein tolles Team, haben was ganz Interessantes vor. Ich sage nur zwei Sachen. Einmal Deutschland, einmal Amerika. Also seid gespannt. Alles, was ihr heute gesehen habt, kam von so einem sehr innovatives Team. Und nächstes Jahr freuen wir uns noch mehr, was Schönes in Deutschland zu machen. Und mit CNN in Atlanta noch was Schöneres zu machen. Dankeschön, dass ihr heute da seid. You will hear. Congratulations, you're in the glory of God. Congratulations, He has done it for you. And you will come back with a new song to sing. God is good. Yes, you will come again with a new song of praise. God is good, oh. That I can never be all that I see. I've seen that God is greater than that. Who can battle with the Lord? Nobody.